Was mir noch aufgefallen ist, betrifft die Asteroiden. Wenn ich mich hier umschaue, dann war das früher so gewesen, dass im Hintergrund Asteroiden verschwanden, wieder aufgepoppt sind. Ja, anscheinend durch irgendwelche, ich sag mal, Rundungsfehler, wie auch immer, das Blick abhängig vom Blickwinkel entstanden sind und weg waren. Und auch die Schatten öfters mal gesprungen sind. Und ich bin jetzt mal schon eine Weile hier rumgeflogen und muss sagen, mir ist es nicht mehr aufgefallen. Wenn, dann ist es auf alle Fälle deutlich seltener als vorher. Was dafür häufiger ist, ist, dass man gescannt wird. Man hört ständig Scan detected, Scan detected. Na gut. Auch eine Neuerung. Jetzt gibt es Fahrbahnmarkierungen auf Asteroiden, könnte man sagen. Das sieht aus, wie wenn da jemand mit seinem Mining-Laser drüber geschrammt wäre und diese Spuren, die ja früher nach einer Minute etwa verschwunden waren, die bleiben wohl jetzt und sehen eher aus wie eine Fahrbahnmarkierung, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist sicherlich hilfreich, wenn man dann sieht, wo man schon mal war und kann dann woanders auf die Suche gehen. Ja, hier kann man jetzt mal einen Minensucher, hätte ich beinahe gesagt, einen Miner dabei zusehen, wie er Straßenmarkierungen auf einen Asteroiden zaubert. Also die Minenlaser, die hinterlassen jetzt Spuren, sodass man sieht, wo man schon mal war. Wenn man auf einer Station zufliegt, dann ergibt sich manchmal so ein Bild, nämlich dass die Orbitallinie so liegt, dass man nicht erkennt, ob die Station jetzt auf der zugewandten Seite oder auf der abgewandten Seite der Station ist, des Planeten ist. Das heißt, rein aus dieser zweidimensional projizierten Darstellung kann ich das nicht ableiten. Es gab die ganze Zeit den etwas, ja, nicht immer passenden Trick oder Vorgehensweise, dass man sich die blaue Linie des Planeten angeschaut hat. Und wie hier gibt es manchmal dann den glücklichen Fall, dass man da einen Schnitt sieht. Und die blaue Linie ist ja vom Mittelpunkt des Planeten mit einer entsprechenden festen Distanz zu sehen. Da gibt es dann mehrere Linien, aber es ist im Prinzip eine Kugel, die man sieht, währenddem die Orbitallinie eben ein Kreis ist, der eben um den Planeten herumgeht. Nur jetzt mit der 2.3 gibt es ja die Neuerung, dass man auch den Eingang der Station sieht. Und die Eingänge der Stationen sind alle in Richtung des Planeten ausgerichtet. Das heißt, die Schachner-Dock-Station muss auf der weit entfernten Seite liegen. Das heißt, es ist nicht mir zugewandt, sondern von mir weg, weil der Eingang eben in Richtung Planeten zeigt und den Eingang sehe ich in der Target-Darstellung direkt drauf und damit heißt es, ich gucke in Richtung Eingang und damit ist es die weiter entfernte Ansicht, die man sich dann auswählen muss. Das heißt, wenn ich jetzt näher ranfliege, erkennt man es auch durch die Bewegung. Es ist nicht die mir zugewandte Seite, sondern die abgewandte Seite. Ja, und damit hat man es dann, denke ich mal, um einiges leichter, Planeten bzw. Stationen um Planeten herum anzufliegen.